Von unserem Haus aus, hier unten im Bachergraben, kann man im Osten den Binderberg erblicken, mit dem Glockenturm drauf, der sogar einen Wikipedia-Eintrag hat und uns dreimal am Tag mit lautem Gebimmel ermahnt, dass uns die Zeit jagt. Nun hat sie ihn selbst eingeholt. Im Frühjahr plötzlich Grabungsarbeiten, überall Bagger am ganzen Hang. Und die Zerstörung grub sich Tag für Tag tiefer in diesen Hügel hinein. Er streckte sich über seine gesamte Westflanke. Wie eine mahnende Fleischwunde klafft das Braun im sanften Hügelland. Die kostbare Wiese, eine der letzten ihrer Art, mit Blumen und Pflanzen auf der roten Liste, wurde unwiederbringlich zerstört. Der Humus bis in tiefe Schichten abgegraben und weggeworfen. Weinstöcken soll die Wiese weichen und Kellerstöckeln, also Erdkellern, als Bungalows für Touristen. Dabei gibt es ganz oben eine Aussichtsplattform, einen Pilger- und Wanderweg, und beides kann und darf nun nicht mehr betreten werden. Jeder kann hier bauen. Jeder kann hier bauen, wie und wo es ihm beliebt. Zweitwohnsitze, Sommerresidenzen. Und die Streusiedlung wird mehr und mehr zur Bunkerlandschaft und Touristenunterkunft. Altes soll Neuem vermeintlich Besseren weichen. Der Mensch pflügt sich dabei ignorant und nimmersatt durch seine Umwelt. Natur hat da keinen Platz mehr. Traurig und sprachlos sehe ich tatenlos dabei zu, wie das liebliche Antlitz dieser Landschaft bis zur Unkenntlichkeit zerfurcht und vernarbt. Es war einmal im südlichsten Zipfel des Burgenlandes in Österreich ein Landstrich, im Naturpark Raab mit EU-Geldern geschützt. Einer der letzten ursprünglichen Trockenrasen, nun der Erosion zum Fraß vorgeworfen. Nichtsdestotrotz geht die Sonne auch dieser Tage wie eh und je vielleicht ein bisschen mehr blutend als sonst unter. Bis zu guter Letzt sogar die Livecam von der Aussichtsplattform den Betrieb einstellt.